In diesem Tutorial werden wir uns die lineare Abhängigkeit von Funktionen im unendlich dimensionalen Vektorraum anschauen. Wenn wir das Wort Vektorraum lesen, denken wir als erstes natürlich an Vektoren. Es ist auch richtig so. Lineare Abhängigkeit ist eine Eigenschaft, die in erster Reihe für Vektoren von großer Bedeutung ist. Allerdings kann man praktisch das Ganze auch auf Funktionen übertragen und genau das werden wir uns in diesem Tutorial anschauen. Vereinfacht kann man das Ganze wie folgt interpretieren. Wenn man Funktionen hat, die definiert auf R sind, mit Werten R bilden alle diese Funktionen ein unendlich dimensionaler Vektorraum. Das bedeutet, alle diese Funktionen heißen linear unabhängig, wenn folgende Gleichung erfüllt ist. Wenn wir uns die Gleichung ein bisschen genauer anschauen, sollte uns auffallen, dass sie eigentlich identisch ist mit der Gleichung für die Überprüfung linearer Abhängigkeit von Vektoren, nur dass bei der anderen Formel statt Funktionen hier einfach Vektoren stehen. Sonst ändert sich an den Ansatz nicht. Und wenn diese Gleichung nur triviale Lösungen besitzt, also wenn alle dieser Koeffizienten 0 sind, dann kann man diese Funktionen als linear unabhängig bezeichnen, sonst wenn die Gleichung mehrdeutig lösbar ist, sind die Funktionen linear abhängig. Wieso mehrdeutig lösbar? Wir werden sehen, bei der Überprüfung entsteht hier an der Stelle so eine Art lineares Gleichungssystem. Viel einfacher sieht es dann aus, wenn nur zwei Funktionen auf lineare Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit zu überprüfen sind. Wir erinnern uns an dieser Stelle an eine Eigenschaft von Vektoren. Und zwar, wenn wir zwei Vektoren hatten, wie zum Beispiel 1, 2 und 3 und 2, 4, 6, dann sollten wir erkennen, dass der eine Vektor mal 2 multipliziert den anderen ergibt. Das bedeutet indirekt, dass die Vektoren linear abhängig sind oder vielfache oder kolinear. Die gleiche Eigenschaft gilt eigentlich auch für Funktionen. Und zwar die eine Funktion mal eine Konstante sollte die zweite ergeben. Für die Überprüfung stellen wir die Gleichung kurz um, und zwar wir teilen hier durch f von x und dann ist k g von x durch f von x. Und wenn dieser k eine Konstante ist, das bedeutet, wenn ein Term übrig bleibt, der unabhängig von x ist, dann können wir mit gutem Gewissen sagen, dass die Funktionen linear abhängig sind, sonst sind sie natürlich linear unabhängig. Und jetzt gehen wir zu den Beispielen. Der Klassiker: Wir sollen an dieser Stelle untersuchen, ob die zwei Funktionen e hoch x und e hoch minus x linear abhängig oder unabhängig sind. Dafür nehmen wir zuerst den ersten Lösungsweg, den allgemeinen Lösungsansatz, also die große Formel, die wir zuerst angeschaut haben, und bilden eine Gleichung. Das würde bedeuten an dieser Stelle a mal f von x, also a mal e hoch x, plus b mal g von x, b mal e hoch minus x, soll 0 ergeben. Gut, naja, beim ersten Blick sieht das wie eine Gleichung mit drei Unbekannten aus, ist allerdings nicht so. Wir können natürlich für x Werte annehmen, damit meine ich sinnvolle Werte, jetzt nicht irgendwelche schwierige Zahlen. Also wir könnten beispielsweise für x erstmal 0 wählen und dann, wenn wir das Ganze in unsere Gleichung einsetzen, dann haben wir a mal e hoch 0 plus b mal e hoch 0. Und das Ganze soll 0 sein. Daraus ergibt sich natürlich eine saubere Gleichung. Die lautet dann a plus b ist 0. Und was können wir noch nehmen? Zum Beispiel 1. Dann haben wir a mal e hoch 1, also a mal e, plus b mal e hoch minus 1 ist gleich 0. Gut, das können wir jetzt nicht mehr besonders vereinfachen. Dafür können wir allerdings die erste Gleichung nach a oder nach b umformen. Also unser Ziel ist natürlich, Werte für a und b oder Lösungen für a und b zu bestimmen. Die erste Gleichung nach a umgeformt ergibt a ist das gleiche wie minus b. Und das können wir natürlich hier in unserer zweiten Gleichung nutzen. Wir ersetzen einfach das a mit dem minus b. Dann haben wir minus b mal e plus b mal e hoch minus 1 sind 0. Unser Ziel ist jetzt hier in dieser Gleichung nach b umzuformen. Dafür klammern wir b aus beiden Termen. Dann bleibt ja minus e plus e hoch minus 1 ist 0. Dann minus e plus e hoch minus 1 ist irgendeine Zahl, deshalb können wir durch diese Klammer teilen.
Die Zahl ist natürlich verschieden von 0. Damit kriegen wir für b raus natürlich 0. 0 geteilt durch irgendwas ist 0. A war dann minus b, also damit ist a auch 0. Wir haben in diesem Fall triviale Lösungen, das bedeutet, die Funktionen sind linear unabhängig. Als Alternativlösungsweg wählen wir an dieser Stelle den Beweis mit Hilfe der Konstanten, was wir auch vorher besprochen haben. Also, das bedeutet, die erste Funktion e hoch x mal k soll die zweite Funktion ergeben, e hoch minus x. Wir formen dann entsprechend nach k um, also wir teilen an dieser Stelle durch e hoch x und somit kriegen wir für k e hoch minus x durch e hoch x. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen, dann haben wir e hoch minus 2x und das ist leider keine Konstante, weil das Ergebnis noch von x abhängt. Also wenn hier an dieser Stelle nur e hoch minus 2 unser Ergebnis gewesen wäre, dann wäre das eine Konstante. So ist es keine Konstante. Damit sind die Funktionen natürlich linear unabhängig. So, dann steigern wir das Niveau ein bisschen. Wir haben hier wieder zwei Funktionen. Wir sollen überprüfen, ob sie linear abhängig oder unabhängig sind. Natürlich sind sie besonders hässlich, weil die Logarithmen verschiedene Basen haben. Also, wenn wir unseren Ansatz hier hinschreiben wollen, dann würde das wie folgt aussehen. A mal Logarithmus m Basis 2 von x² plus 1 plus b mal Logarithmus m Basis 3 von x² plus 1 ist gleich 0. Bereits erwähnt, ein großes Problem sind die Basen. Aber man kann ja auch die Basis transformieren. Oben rechts habe ich nochmal die Formel zur Basistransformation kurz angezeigt. Das werde ich jetzt nutzen, um beide zum Beispiel in Basis e umwandeln, also ln daraus machen. Dann wird das Ganze wie folgt aussehen. A mal ln von x² plus 1 durch ln von 2 plus b mal ln von x² plus 1 durch ln 3. Und das Ganze soll 0 sein. Jetzt sollte uns auffallen bei dieser Gleichung, dass beide Terme dieser ln von x² plus 1 beinhalten. Deshalb können wir das ausklammern. Also ln von x² plus 1 mal Klammer auf. Dann bleibt beim ersten Term nur noch a durch ln 2 übrig plus b durch ln von 3. Und das Ganze soll 0 ergeben. Jetzt sollten wir nicht aus dem Hinterkopf verlieren, die Tatsache, dass wir eigentlich Werte für a und b suchen. Das bedeutet, der Fall hier, wo ln von x² plus 1 0 wird, interessiert uns gar nicht. Also, das hier ist einfach unwichtig für unsere Betrachtung. Deshalb nutzen wir diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt und setzen einfach nur die rechte Seite 0. In diesem Fall hätten wir dann praktisch a durch ln von 2 plus b durch ln von 3 ist gleich 0. So, wir merken, wir haben eine Gleichung, die eigentlich nicht von x abhängt. Das bedeutet, wir müssen jetzt keine Werte für x einsetzen, das macht auch keinen Sinn, das verkompliziert nur die Sache, sondern so eine Gleichung hat immer eigentlich unendlich viele Lösungen. Zum Beispiel, wir könnten jetzt einfach nur nach a umformen, das werde ich hier auch an der Seite machen. Bring einfach das b rüber, also diesen Bruch mit b, minus b durch ln 3 rüber. Und dann haben wir an der Stelle stehen a durch ln 2 ist das gleiche wie minus b durch ln von 3. Und natürlich kann man jetzt nochmal ln 2 nehmen. Und dann kriegen wir für a nichts anderes als minus b mal ln 2 durch ln 3. Also, andersrum gesagt. Es gibt unendlich viele Lösungen hier. Egal, was wir für b hier einsetzen, wird für a eine andere Lösung rauskommen. Und diese Lösungen sind natürlich alle verschieden von 0. Also es gibt keine triviale Lösung. Also die Schlussfolgerung ist, dass die Funktionen linear abhängig sind. Ist das LGS oder die Gleichung in diesem Fall ist mehrdeutig lösbar. Nach diesem teils anspruchsvollen Lösungsweg werden wir uns jetzt unser zweiter Lösungsansatz anschauen. Und zwar
Wir werden es jetzt mit der Vielfachheit probieren. Also, wir können dann sagen, Logarithmus m Basis 2 von x² plus 1 mal k soll Logarithmus m Basis 3 von x² plus 1 sein. So wie vorher, formen wir erstmal nach k um. Also, wir teilen durch Logarithmus m Basis 2 von x² plus 1. Und kriegen für k dann raus Logarithmus m Basis 3 von x² plus 1 durch Logarithmus m Basis 2 von x² plus 1. Gut, diese Logarithmen kann man ohne Basistransformation natürlich nicht miteinander verrechnen. Deshalb benutzen wir wieder die obere Regel, die rote hier, und transformieren in Basis e. Kurz gesagt, wir werden dann ln von x² plus 1 durch ln von 3, das Ganze durch ln x² plus 1 durch ln 2. Wenn wir diesen Doppelbruch auflösen, dann folgt für k nichts anderes als ln 2 durch ln 3. Und ln 2 und ln 3 ist natürlich eine Konstante, die nicht von x abhängt, weil sich diese zwei lns hier kürzen. Deshalb ist es wieder erneut eine Bestätigung, dass diese Funktionen linear abhängig sind. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen zwei Beispielen überzeugen, dass der Ansatz mit der Konstanten k, wenn es um zwei Funktionen geht, deutlich angenehmer und leichter ist. Eigentlich habt ihr mit diesen zwei Beispielen alles gesehen, was von Bedeutung ist für dieses Thema. Allerdings will ich noch ein Stück weitergehen und für die Interessierten unter euch noch ein Beispiel mit drei Funktionen vorrechnen. Wir nutzen an dieser Stelle natürlich den allgemeinen Lösungsansatz und der lautet wie folgt. Also, wir haben dann a mal e hoch 2x plus b mal e hoch x plus c mal Sinus x soll 0 ergeben. Jetzt, wie machen wir daraus ein lineares Gleichsystem? Naja, wir setzen sinnvolle Werte für x ein. Ein sinnvoller Wert wäre natürlich, und ein sehr einfacher Wert, wäre natürlich x gleich 0. Also, das setze ich in der Gleichung ein und habe dann a mal e hoch 0 plus b mal e hoch 0 plus c mal Sinus von 0 und das Ganze soll 0 sein. Diese Gleichung kann man auch gleich ein bisschen vereinfachen. Dann haben wir e hoch 0 ist 1 immer, a plus b und Sinus 0, wir erinnern uns, ist 0, also c fällt weg. Also lautet die erste Gleichung einfach a plus b ist gleich 0. So, ein zweiter x-Wert, der sinnvoll wäre. Naja, wir haben ja eine Sinusfunktion drin. Deshalb macht es keinen Sinn, hier eine 1 oder eine 2 zu nehmen, sondern wir müssen ein bisschen mit Pi arbeiten. Also wir könnten beispielsweise Pi halbe nehmen. Das sind noch Werte, die man eigentlich anhand der Sinus- und Kosinusfunktion noch kennen sollte. Dann haben wir a mal e hoch 2 mal Pi halbe plus b mal e hoch Pi halbe plus c mal Sinus von Pi halbe und das Ganze ist 0. Wenn wir das Ganze ein bisschen zusammenfassen, dann bleibt beim ersten Term nur a mal e hoch Pi plus b mal e hoch Pi halbe. Und wir erinnern uns, Sinus von Pi halbe ist natürlich 1, deshalb an der Stelle plus c ergibt 0. Mehr können wir für diese Gleichung nicht machen. Und ein dritter Wert wird auch noch benötigt, dazu wählen wir jetzt wieder Pi beispielsweise. Dann haben wir a mal e hoch 2pi plus b mal e hoch pi plus c mal Sinus von pi ist gleich 0. Vereinfacht sieht die Gleichung wie folgt aus. Am Anfang schreiben wir nur ab plus b mal e hoch pi und dann Sinus pi ist wieder 0. Deshalb fällt das hier wieder weg und dann haben wir hier 0 stehen. Gut, wir müssen die Gleichung miteinander ein bisschen vermischen. Empfehlenswert wäre, die erste Gleichung zu nutzen.
Dann können wir zum Beispiel gleich sagen, a ist gleich minus b. Und diese Umformung können wir dann in unserer dritten Gleichung hier an der Stelle einsetzen. Also kurz gesagt, wir ersetzen das a mit minus b. Dadurch ergibt sich folgende Gleichung. Minus b e hoch 2pi plus b mal e hoch pi sind 0. Wir möchten natürlich nach b umformen, deshalb klammern wir das b aus. Und dann bleibt minus e hoch 2pi plus e hoch pi sind 0. Und jetzt, dieser Term hier ist nur eine Zahl, also können wir durch diese Klammer teilen und kriegen wir natürlich für b dann 0 raus. Wenn b 0 ist, folgt das automatisch, dass auch a 0 ist. Und wenn a und b 0 sind, dann können wir in die zweite Gleichung hier einsetzen, dann kommt auch für c 0 raus. Also, somit haben wir nur triviale Lösungen. Alle Konstanten sind 0 und damit sind natürlich die Funktionen linear unabhängig. Das war's. So schlimm war es doch gar nicht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die nützlich sein könnten. Wir haben anhand von den Beispielen gesehen, erst ab drei Funktionen macht der allgemeine Lösungsansatz meistens Sinn. Das bedeutet, wenn ihr nur zwei Funktionen habt, bitte benutzt den Lösungsweg mit der Konstanten. Dann die Lösungsansätze für die Überprüfung linearer Abhängigkeit oder beziehungsweise Unabhängigkeit von Vektoren und Funktionen sind eigentlich identisch, nur die Darstellung ist eine andere. Und in der gleichen Playlist findet ihr auch noch das Tutorial zu linearer Abhängigkeit von Vektoren sowie noch andere Videos im Bereich der linearen Algebra.